weil ich in der Schule als letzter stets saß, da sagten die Leute, dass ich ein ganz faules Aas. Beim Rechnen ließ mich mein Gedächtnis im Stiche und kriegt ich was raus, waren es doppelte Brüche. Nun merk es dir endlich, so sagte der Lehrer. Ich dachte, das wird ja von Dach zu Dach schwerer. Wozu soll ich's na merken, wenn ich's wieder vergesse? Ich hatte schon damals vor Jahren nicht Interesse. Ich hatte mal 10 Jahre lang eine Braut. Sie frug eines Paars, zu wann wären wir getraut? Ich werde doch nur schon ne ganz alte Schraube, dann bringt sie mich endlich mal unter der Haube. Bei solcher Gelegenheit sag ich kein Wort. Doch sie wollte Antwort haben und zwar sofort. Sie fragte, wann ich mich zur Heirat entschlösse. Ich sprach auch vor sowas, hab ich ja kein Interesse. Von Blumen ist mancher begeistert entzückt. Es macht doch viel Arbeit schon, wenn man sie pickt. Ob Veilchen, ob Nelken, ob Tulpen, Narzissen, ich will von der ganzen Botanik nicht wissen. Manch einer wird himmlisch, wenn er ne Rose erwischt. Ich habe Stockschnuppen, ich rieche doch nicht. Ob ich einen Kaktus seh oder ne Brunnenkresse, ich habe vor Janisch besonderes Interesse. Finanzamt hat mir Steuerbogen geschickt. Beim Durchlesen wurde ich schon ganz verrückt. Ich sollte ausrechnen, wie viel ich verdiene. Na Kinder, bin ich denn ne Rechenmaschine? Ich schickte die Bogen ganz einfach zurück. Mit dem kurzen Bemerken, bei mir habt ihr kein Glück. Wer Geld von mir haben will, kommt an die falsche Adresse. Ich habe vor Steuern durchaus kein Interesse. Mir ist alles Piepe, mir ist alles Schnurr. Die Leitung hier oben ist bei mir ein bisschen kurz. Und wenn ich nur wirklich mal irgendwas tue, ich habe bei allem ne himmlische Ruhe. Ob Sommer, ob Winter, ob Frühling, ob Herbst, ich sag mir, der Schluss ist ja doch der Stern. Sitz ich auf dem Trocknen oder steg in der Nässe, ich habe vor Janisch besonderes Interesse. Steck niemals beim Essen das Messer in den Mund, so sagen die Leute, na was hat das für ein Grund? Tu ich einem anderen damit was zu leide, wenn ich mir mit Messer die Lippen zerschneide und werde ich mal eingeladen zu Tisch und gibt es da Karpfen oder anderen Fisch, ob ich den mit Messer oder die Jabelten esse. Das hat vor den Fisch und für mich kein Interesse. Da hält man ne Zeitung, was hat das für einen Sinn? Steht ja doch alle Jahre derselbe Quatsch drin. Links sieht man de Freiheit und de rote Fahne, rechts Lokalanzeiger und andere Organe. Ich brauch bloß ne Zeitung für einen ganz wichtigen Zweck. Und da fällt sie gleich runter, da ist sie gleich weg. Ob ich dazu die Wahrheit nehme oder die freie Presse, das hat doch wahrhaftig für mich kein Interesse. Ich hab keinen Freund und ich hab auch keinen Feind. Das ist schon das Richtigste, so viel mir scheint. Der Feind macht mir Schaden, ich kenne die Brüder, der Freund pumpt mich an und niemals krieg ich wieder. Was kann ich mir kaufen
vor Freundschaft oder Hass. Ich pfeife auf Fedes und wissen Sie was? Ob mir einen Kuss gibt oder haut meine Fresse, ich habe vor Janisch besonderes Interesse.